Ja, jetzt kommen wir dann zur größten Herausforderung des Spiels. Und zwar zum Zeitspiel. Bolivien habe ich soweit alles abgeschlossen, außer das Zeitspiel. Das Zeitspiel. So. Dann wollen wir mal starten. Ich werde jetzt auch die ganzen Zwischensequenzen, soweit es geht, zu überspringen. Und das schon ziemlich lange. Eine alte Freundin aus La Paz hat mir ein sehr interessantes Gerücht erzählt. Was für Artefakte? Vorsicht! Tief durchatmen, Sip, sonst wird es eine lange Reise. Du bist und bleibst eine Optimistin. Bleib besser doch hier. So. Oh, das war aber knapp. Okay. Scheiße, ja, ich werde es machen. Keinen blassen Schimmer. Er will nicht erkannt werden. Ist das gut oder schlecht? Da er es nicht will, ist es schlecht. Na komm, schwingen. Ist sie nicht wunderschön? So, und dann geht's schon weiter.
kann man nicht überspringen hier. Was ist das für ein Krempel? Damit bringt man Material weiter in den Berg hinein. Die antiken Baumeister mussten gelegentlich schwere Steinformationen umgehen. Müsste der Jaguar sein da. Ist das ein Jaguar? Es ist unglaublich, dass Raubtiere Beute angreifen, die größer ist als sie. Und schade. Wo ist er jetzt? Da ist er. Sehr gut. Das ist kein gutes Jagdrevier, mein Freund.
und ich atme noch. Möchte ich die Zeremonie lieber nicht sehen. Es wird natürlich enger da mit der Zeit. Komm, was jetzt geht, ja. Hui, geschafft, wa? Das war aber echt hauchdünne. Es gibt mehrere. Du hattest recht, Vater. Wie war das? Keine Müdigkeit vorschützen. Wir haben noch was zu erledigen. Das heißt, wir leben noch. Das klingt doch richtig gut. Ja, damit also das Zeitspiel tatsächlich geschafft, also Spezialkostümwahl habe ich da freigeschaltet. Also echt super gelaufen, muss man sagen. Damit ist jetzt Bolivien komplett abgeschlossen. Zeitspiel, Goldschätze, Silberschätze, Bronzeschätze, also Bolivien, da brauchen wir es nicht mehr hin, das ist vorbei.